Ja, herzlich willkommen, liebe Heavy Trader Freunde, hier zu unserem Team Trade des Tages, wie immer aus Frankfurt. Und ja, wie immer geht es in dieser Sendung natürlich um einen neuen Team Trade, den wir für euch hier researched haben. Dann geht es natürlich um den Daily Business DAX und natürlich auch einen Blick in die laufenden Team Trades, derer zwei wir momentan haben. Und es geht natürlich grundsätzlich auch mal darum, was passiert jetzt eigentlich im September. Sell in May and go away und don't forget to come back in September. Nun, don't forget, der erste Teil ist vielleicht gar nicht so falsch, aber back in September, momentan, wenn man sich den DAX anschaut, ja, also nicht gerade so eine große Freude. Es ist ohnehin momentan, was die Range-Tradings hier bei uns auch angeht, relativ schwierig, weil der Markt irgendwie immer, wenn er in die eine Richtung läuft, dann gerade wieder auf dem Absatz kehrt macht und jetzt geht wieder in die andere Richtung. Aber wie dem auch immer sei, erstmal schauen wir in die Charts rein und gucken uns an, wie es aktuell aussieht. Und hier haben wir momentan eben einen laufenden Team-Trade, der heute Morgen und auch gestern schon ein bisschen im Plus war, Runde 140 Euro. Jetzt ist der DAX natürlich, wie man sieht, auf die 15,6 hier aufgedonzen, sozusagen draufgehauen auf diese Aufwärtstrendlinie. Sogar ein bisschen drunter, aber es ist ja noch nicht Schluss. Wir haben ja noch ein bisschen. Und somit ist der Team-Trade hier auch mittlerweile im Minus. Wir haben ihn aber natürlich mit einem engen Stop versehen, sodass uns hier nichts Grausames droht, sollte es halt tatsächlich nicht da halten, wo wir von ausgehen, dass es halten sollte. Und wir haben natürlich immer noch die Zone 15,5, die ja bisher mehrfach angefahren worden ist. Diese Zone von 15.500 Punkten, tief war ja hier, wie ihr seht, bei 15.456, ganz genau Mitte August. Seitdem ging es halt wieder ein Stück nach oben, aber irgendwie weder das eine noch das andere will hier richtig laufen. Wir haben noch einen zweiten Team-Trade laufen, das ist der auf MicroStrategy, der läuft ein bisschen besser, ist leicht im Plus, allerdings auch nicht groß. Dazu gibt es natürlich in der Sendung um 14.15 Uhr en Detail nochmal etwas mehr. Was setzt denn die Märkte, vor allem auch die Nasdaq und die Technologiewerte gestern so ein bisschen unter Druck? Die US-Regierung will den Technologietransfer nach China noch stärker restriktiver handeln. Das heißt nichts anderes, als dass natürlich wie Aktien wie Apple dann unter Druck kommen, weil natürlich hier relativ viel Geschäft für die anfällt. Und wenn die US-Regierung sagt, naja, wir wollen das aber nicht, dann müssen sie sich natürlich fügen. Aber das ist natürlich für ein Unternehmen alles andere als toll, denn hier sind ja natürlich die größten Wachstumsaussichten immer noch, auch wenn Apple sich ein wenig schon nach Indien umgeschaut und umorientiert hat. Aber es ist eben nicht von heute auf morgen umzuschalten und, wie gesagt, der chinesische Markt auch nicht auszublenden, weil er eben zu groß und zu dynamisch ist, wenn es dann wieder anzieht. Also das ist etwas, was die Börse in den USA sehr kritisch sieht, aber das ist wohl möglicherweise auch der heranziehende US-Präsidentschaftswahlkampf, der so schon seine Schatten vorauswirft. Und ja, da werden wir mal sehen, ob die Notenbanken das in der nächsten Woche, vor allem in der übernächsten, die US-Notenbank auch so bewertet, dass das so eine tolle Geschichte dort ist. Denn Wachstum brauchen die Amerikaner momentan auf jeden Fall bei diesen starken Zinsen und der Kontraktion, die so ein bisschen hier und da in den USA vom Wachstum her stattfindet. Ja, also das erstmal zum Team-Trade des Tages, zum DAX, nicht zum laufenden Team-Trade, Entschuldigung, sondern zum laufenden Team-Trade und zum Daily Business, dem DAX. Wie gesagt, noch ist ja hier nicht Feierabend und wir haben es sehr oft gesehen, dass nachmittags der Markt wieder nach oben gezogen worden ist, wenn Amerika dann in die Börsensitzungen eingegriffen hat. So, jetzt gibt es aber mal den Team-Trade des Tages, das ist Intel. Also da sind wir schon wieder beim Technologietransfer, denn die Aktie hat sehr gute Performance gestern hingelegt und das auch so ein bisschen antizyklisch, wenn man sich den, Nasdaq gestern angeschaut hat. Er hat zwar ein kleines Intraday-Reversal gemacht, nicht wirklich, aber ein bisschen was wieder zurückgeholt, heute Morgen auch. Die Intel-Aktie, wie man sieht, auch vorbörsig, hier sehen wir das in diesem gelben Kasten, immer noch recht stabil nach oben und nun hat sie natürlich hier eigentlich immer noch Momentum nach oben aufgebaut. Ich habe aber gerade gesagt, im Zeichen des großen Terminverfalls von Indizes und Optionen in einer Woche am 15. September
haben wir natürlich auch Bewegungen, die so ein bisschen Fake-Signale generieren, also falsche Signale nach oben oder unten. Und da muss man natürlich sehr starkes Auge drauf werfen, denn das kann natürlich sein, dass hier Bewegungen erstmal in eine Richtung gespielt werden, die dann kurz vorher wieder zurückgenommen werden. Nur bei der Intel ist es doch relativ stabil. Es ist auch keine Aktie, die so hoch volatil ist, die also durchaus auch stabile Bewegungen gerade so aktiviert. Und wir haben hier den Bereich von 36,50 nach oben durchbrochen. Das habe ich hier mal angemarkert. Und das wäre jetzt eigentlich ein Kaufsignal, denn wir haben zum einen mal hier noch ein offenes Gap. Das kann man hier sehen. Da könnte die Aktie also bis zum großen Terminverfall auf eine runde Marke nach oben stoßen. Das wären 40 Dollar oder sogar auch 40,5, denn da liegt eigentlich der nächstgrößere Widerstand. Und wenn das auch noch rausgenommen werden würde, wäre sogar noch mehr drin, was bei Intel die Ziele nach oben angeht. Allerdings, ich habe es gerade gesagt, Fehlsignale haben wir auch nicht wenig. Hier hatten wir so ein ähnliches, das kann man hier ganz gut sehen im Juni. Da schoss das auch nach oben raus und dann gab es wieder eins rein. Und ich sage das nicht umsonst im Juni, da war nämlich der letzte große Terminverfall. Da ist das auch so, dass das unmittelbar vor dem Terminverfall nach oben gelaufen ist, wie man sieht, an diese Widerstand. Den hat es zwar nicht rausgenommen, aber es ist eben dran rangelaufen und da wurde es dann wieder abgewehrt und dann ging es dann hier satte 4 Dollar nach unten, 10%. Man muss also beide Seiten hier im Blick haben und soweit einfach mal für die Charts. Wir haben natürlich hier beide Seiten im Blick und genau welche wir jetzt davon umsetzen wollen, das sagen wir euch natürlich dann erst um 14.15 Uhr in unserer Sendung Team Trade des Tages. Da geht es nochmal detailliert darum, was ist die bessere Wahl, Long oder Short, bei diesem Trade. Wie werden wir es umsetzen, werden wir euch genau dann sagen. Und es geht natürlich nochmal um unsere laufenden Team Trades und unseren Daily Business, den DAX. Vielleicht hat er dann bis dahin wieder den Anschluss nach oben gefunden. Wir werden es dann sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid, 14.15 Uhr Team Trade des Tages. Registriert euch unter heavytraders.live oder gleich in die App reingehen. Da könnt ihr natürlich auch sofort alle umgesetzten Trades euch anschauen. Also 14.15 Uhr, wir freuen uns, bis gleich.